Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem neuen Video, meine Damen und Herren. Es ist wieder euer Mo am Start mit einem neuen Video. Meine lieben Freunde, heute gibt es was Besonderes. Heute müssen wir die echten Lokos erraten. Und meine lieben Freunde, euer Kopf ist auch gefragt, denn ihr müsst mitraten, dann in die Kommentare schreiben, wie viel von wie viel ihr wusstet. Es sind insgesamt, glaube ich, 24 Lokos. Schreibt dann mal in die Kommentare, wie viel ihr von den 24 wusstet, denn es wird nicht so einfach, wie ihr denkt. Auf jeden Fall, liked doch gerne mal das Video, lasst ein Abo da, alles kostenlos, meine lieben Freunde, unterstützt mich. Die nächsten Videos werden richtig geil, freut euch und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So, als allererstes haben wir hier ein Logo, was jeder von uns kennt, das Google-Logo. Die Frage ist, was ist das echte? Ist links das echte? Ist rechts das echte? Welche Farbe ist richtig? Und das Schlimme ist, man sieht es jeden Tag 100.000 Mal. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, welches von beiden das echte ist. Es sind jetzt nur die zwei O's. Das eine O ist am Anfang gelb, das andere ist am Anfang rot. Welches von beiden ist richtig? Ich würde jetzt einfach sagen, so vom Aussehen her ist das linke richtig. Wir klicken jetzt einfach mal drauf und es ist falsch. Jawohl, es geht ja wunderbar los, Freunde. So, das nächste Logo, was auch jeder von uns kennt, das gute alte BMW-Logo. Früher hat man gesagt, das kleine Kind, Busen müssen wackeln. Ja, BMW-Logo. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wo ist gerade der Unterschied? Hä? Sehen die nicht beide komplett gleich? Ich bin so dumm, Alter, die Farben sind doch anders. Oh mein Gott. Okay. Okay, hier an dem sind die blauen Dinger hier und hier. Hier sind die hier und hier. Ich würde tatsächlich sagen, dass das hier richtig ist, weil das sieht für mich, glaube ich, normaler aus als das andere. Deswegen nehmen wir das. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir zwei von zwei falsch haben. Ich bin auf jeden Fall der Experte im Logos erraten. Applaus. Danke, 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 danke. Okay, reicht. Okay, meine lieben Freunde, das nächste ist das Starbucks-Logo. Kann ich tatsächlich nicht sagen, weil ich noch nie in einem Starbucks... Also, ich war schon mal in einem Starbucks, aber ich trinke keinen Kaffee oder Sonstiges. Deswegen habe ich gar keinen Grund, da hinzugehen. Außerdem schreiben die immer den Namen falsch auf diese Becher. Deswegen, nee, da gehe ich nicht hin. Aber welches ist das echte Logo? Ist es das mit dem weißen Stern oder ist es das mit dem... Ich würde tatsächlich sagen, es ist das... Weil, wenn ich jetzt der Typ wäre, der dieses Logo entworfen hat, ich würde tatsächlich das nehmen, weil das hat nochmal ein bisschen... Ich nehme das. Ey, das. Kann nicht sein, oder? Wie kann ich denn von drei falsch haben, Alter? Heute ist ein guter Tag, heute ist ein guter Tag. Freunde, ihr hattet bis jetzt bestimmt alles richtig. Schreibt auf jeden Fall dann in die Kommentare, wie viel von ihr, wie viel von den 24 ihr wusstet. Also... Bei mir sind es bis jetzt null. Okay, das nächste sollte eigentlich auch jeder kennen, die liebe Shell-Tankstelle. Jeder ist bestimmt da mal vorbeigefahren mit seinen Eltern oder selber hat er getankt. Ja, das sollte kein Problem für mich werden, denn das ist das. Und wenn das jetzt falsch gewesen wäre, ich hätte das Video, glaube ich, abgebrochen und wäre aus dem Fenster gesprungen. So, das nächste sollte auch jeder wissen, das Apple-Logo, das ist es nicht, deswegen ist es das. Zwei bis jetzt richtig, ich bin komplett in Fahrt, jetzt kommt die beste Logo-Streak hintereinander, was laber ich, Alter. Okay, das Burger King-Logo, meine lieben Freunde, das Burger King-Logo, ich würde tatsächlich sagen, das ist es nicht, denn das sieht besser aus und das ist es auch. Wir haben wieder ein Logo richtig, langsam werde ich, glaube ich, Weltmeister im Logo erraten. Okay, da haben wir das nächste, das ist das Microsoft-Logo, hier sind wieder die Farben anders. Ich habe absolut keine Ahnung. Dieses Logo sehe ich jeden Tag, wenn ich meinen PC hochfahre. Ich weiß es einfach nicht. Ich würde tatsächlich jetzt sagen, es ist das rechte. Und das war jetzt gerade. Ich hatte Glück. Hätte auch das linke sein können, ne? Ne, geht ja nicht, wenn es falsch ist. Hä? So, Domino's Pizza. Ja. Das ist so ein Logo, was ich, glaube ich, noch nie gesehen habe. Also ich habe es schon mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Besser gesagt, ich habe es schon mal gehört, dass es das gibt. Aber ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll. Ob das nun hier vorne die 1 hat oder da hinten die 1. Es hat wahrscheinlich... Also das würde ja mehr Sinn ergeben. Aber weil das mehr Sinn ergeben würde, ist das richtig. Versteht ihr? Habt ihr meine Taktik durchschaut? Es war schon irgendwie klar. Also ich bin gerade in Fahrt, du. Fanta-Fahrt.
Kennt ihr den? Okay, als nächstes haben wir das NASA-Logo und das sollte ich eigentlich auch kennen müssen, denn ich gucke so viele Filme, Dokumentationen und ich weiß, dass das richtig ist. Als ob das falsch war. Gut, also ich habe noch nie darüber einen Film geguckt, noch nie eine Dokumentation. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, deswegen konnte ich das einfach nicht wissen. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. So, das gute alte LG-Logo. Ich hatte noch nie ein LG-Handy, deswegen wird das für mich auch nicht einfach. Ist es das oder ist es das? Es würde das mehr Sinn ergeben, deswegen ist es auch das. Es ist nicht das. Ich glaube, ich höre einfach auf und verlasse diesen Raum. Macht's gut. Ich habe mir mal einen Freund mitgebracht, falls es gleich eskaliert, dann kann ich einfach meinen Bildschirm zerschlagen. Macht er eh nicht, hä? So, meine lieben Freunde, das Twitter-Logo, das sollte ich auch kennen, denn da bin ich auch jeden Tag 24/7 und ich weiß auch, dass es das ist, weil das hat nicht so... Nee, das ist das. Also das wäre jetzt peinlich gewesen, aber wenigstens haben wir mal wieder was richtig. So, das gute alte KFC-Logo, meine lieben Freunde. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade der Unterschied ist. Vielleicht sollte ich einfach genauer hinschauen. Ich schaue genauer hin und es... Hä? Was ist jetzt hier der... Was? Ah, oh Gott! Ich wette, jeder von euch hat es direkt gesehen, die drei Streifen. Aber dann macht das mehr Sinn, oder? Nee, das macht mehr Sinn. Mann, hätte ich doch einfach das andere genommen. Was ist los mit mir, Alter? Warum bin ich so schlecht? Ja, das sollte ich auch wissen. Rolex, ne? Ist bei mir natürlich auch am Start. Man kennt sie. Die ich dachte, ich hätte eine. Upsala. Rolex. Rolex. Ich glaube, warte mal. Ich habe bei Montana Black das Tattoo gesehen. Das ist das. Yay! Yeah! Danke, Monte, an dich. Ohne dich hätte ich das nicht herausgefunden. IBM-Logo. Keine Ahnung, was das sein soll. Ist bestimmt das. Das war jetzt eh eine 50-50 Chance. Deswegen keine Ahnung. Ich kenne IBM nicht. Klingt nach so einer Bank oder so. Upsala. Das gute alte MTV-Logo, meine lieben Freunde, das sollten wir eigentlich auch kennen, weil das so ein bisschen meine Kindheit auch mit war. Und es ist das, weil ich einfach MTV-süchtig damals war. So, John Deere, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich habe auch keine Ahnung, ich habe es schon mal gesehen. Aber es macht für mich keinen Sinn, dass die nach vorne gehen, deswegen muss es... Ich sollte vielleicht nicht so denken, was Sinn macht und was keinen Sinn macht, weil meistens ist das, was keinen Sinn macht, richtig. Pepsi, meine Damen und Herren, Pepsi ist easy. Yeah! Ich bin doch Pepsi-Experte, Alter. Was wollt ihr von mir? Uncle Ben! Was ist jetzt hier wieder der Unterschied? Das ist jetzt schon wieder die Frage, die ich mir stelle. Ah, die Fliege. Aber ich glaube nicht, doch, der hat so eine hellere, oder? Ey, es kann echt nicht sein. Was ist denn los? Ich wette mit euch, ihr wusstet bis jetzt viel mehr als ich. Seid auf jeden Fall ehrlich, wenn ihr es in die Kommentare dann schreibt. So, das soll ich auch wissen. Habe ich natürlich tausend Sachen davon. Lacoste. Hat das... Ja, hier sind viel mehr, aber ich würde tatsächlich sagen, es ist das. Ey, das kann echt nicht sein, oder? Warum kenne ich mich nicht aus? Pizza Hut. Das ist geil, denn da habe ich gestern bestellt, Freunde. Wenn ich das jetzt verkacke, wäre ich sehr schlecht, aber ich weiß, dass es gelb ist. Puh, ich wusste, dass der Strich unten gelb ist, denn ich habe gestern da bestellt und das wäre jetzt echt peinlich gewesen. Das ist jetzt mein Glück. Danke an Pizza Hut, dass ihr gestern noch offen hattet. Jetzt wird es peinlich, aber es ist das. Es wäre jetzt auch peinlich gewesen, aber ich wusste es. Subway, auch ein sehr oft besuchter Ort von mir, ist aber auch das. Denn das ist easy. HP. Mein Laptop ist von HP. Aber das Problem ist, an meinem Laptop ist halt das HP-Logo nicht, sondern da steht einfach nur HP in so moderner Schrift. Aber ich weiß, dass es das ist. Yeah! HP-Experte, Logo-Experte, MC Mo. Okay, das Instagram-Logo ist das letzte. Es ist das. Freunde. Jetzt kommen wir zum Ergebnis. Okay, meine lieben Freunde, kommen wir zum Ergebnis. Wir haben unglaubliche 14 Stück nur richtig. Es ist jetzt nicht so eine tolle Leistung von mir. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele ihr wusstet. Seid ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. Es kommen geile Videos. Freut euch. Jetzt geht's richtig los. Ich bin motiviert. Haut rein. Geiler Wortwitz. Ciao.